Hallo, ich bin Matthias Marquardt, ich bin Laufexperte und Autor der Laufbibel und ich möchte euch heute alles über Sprunggelenksinstabilitäten erzählen. Dafür haben wir Bettina zu Gast. Bettina ist schon, bevor sie mit Marathonlaufen und Triathlon begann, einmal heftig umgeknickt, hat sich alle drei Bänder am Außenknöchel gerissen und jetzt gibt es immer wieder Probleme in diesem Bereich und wir wollen jetzt herausfinden, was dahinter steckt. Bettina, nimm doch schon mal Platz, bitte. Bettina, warum bist du zu mir gekommen? Ja, ich habe jetzt zum wiederholten Male den Knöchel links verletzt. Wann ist das denn zum ersten Mal passiert? Das ist lange her, das war 2001 bei so einem Spaßfußballspiel. Und was war da die Verletzung? War das nur so ein leichtes Umknicken oder hattest du eine schwere Bandverletzung? Diagnose war dreifacher Bänderriss außen. Okay, und die Probleme treten jetzt aber immer wieder auf oder wann passiert das, in welchen Situationen? Das ist jetzt das vierte Mal passiert mit dem Bänderriss und einfach aus heiterem Himmel. Okay, das heißt, du hast gar nicht, wie beim ersten Mal, da hattest du erwähnt, dass es da einen Unfall gab. Du hast jetzt gar kein Unfallereignis in dem Sinne mehr, sondern du gehst normal joggen und aus Alltagssituationen heraus kommt es zum Umknicken. Ist das jetzt das Problem? Exakt, es war ein ganz ruhiger, langer Lauf gewesen. Was passiert bei einem Umknicken? Wir haben am Außenknöchel drei Bänder, die den Außenknöchel mit dem Fuß verbinden. Und wenn jetzt ein Umknicken nach außen stattfindet, können diese Bänder überdehnt werden. Sie können teilweise reißen, sie können allerdings auch vollständig reißen. Und das Ganze kann ein Band betreffen oder alle drei Bänder betreffen. Man spricht im Fachjargon auch von einem Supinationstrauma. Wir haben hier quasi eine typische Situation. Beim akuten Umknicken kommt es zu einem Schmerzereignis am Außenknöchel mit Bluterguss, Schwellung und das ganz typischerweise im Rahmen eines Unfalls oder eines Traumas, wie man im Fachjargon sagt. Und in der Regel kann der Sportler auch zuordnen, dass durch diesen Unfall so etwas passiert ist. Wir haben aber jetzt bei Bettina eine andere Situation. Dieser Unfall liegt lange Jahre zurück und es stellt sich die Frage, warum sie immer wieder Probleme bekommt, die man bei chronischen Sprunggelenksinstabilitäten findet. Nämlich eine Schwellneigung des Fußes, Schmerzen des Fußes am Außenknöchel bei Belastung und ein Umknicken, was in Momenten passiert, wo sowohl der Arzt als auch der Sportler feststellt, eigentlich war das kein adäquates Trauma, wie man sagen würde. Das heißt, da war keine Wurzel, auf der ich umgeknickt bin, sondern ich bin einfach nur den glatten Waldweg lang gelaufen und ich bin aus heiterem Himmel umgeknickt und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Da ist etwas nicht in Ordnung und wir wollen jetzt herausfinden, was da los ist. Das Umknicken ist eine häufige Sportverletzung. Von allen Unfallereignissen betreffen 30% das Sprunggelenk. Allerdings sind 85% dieser Verletzungen nur leichte Verstauchungen und keine ernsthaften Bandverletzungen. Es ist so, dass von diesen Verletzungen Frauen wesentlich häufiger betroffen sind als Männer, nämlich doppelt so häufig, weil sie laxere Bänder haben. Auch Jugendliche sind mehr betroffen als andere Patienten. Und natürlich sind wenig überraschend Ballsportarten und Hallensportarten mit vielen Richtungswechseln von diesem Problem betroffen. Nun wird eine einfache Verstauchung in der Regel unkompliziert abheilen. Es geht aber in diesem Beitrag besonders darum, was passiert, wenn immer wieder Probleme auftreten. Und dabei gilt es, eine mechanische Sprunggelenksinstabilität von einer funktionellen Sprunggelenksinstabilität zu unterscheiden. Bei der mechanischen Sprunggelenksinstabilität ist es tatsächlich so, dass das Gelenk mechanisch nicht mehr richtig gesichert ist und keinen Halt mehr findet. Bei der funktionellen Sprunggelenksinstabilität ist das Gelenk eigentlich in der Untersuchung stabil genug. Es fehlt aber an der muskulären und koordinativen Sicherung, teilweise auch bei alltäglichen Bewegungen, so wie wir das von Bettina gehört haben. Und das wollen wir jetzt zusammen untersuchen. Wenn wir jetzt das Sprunggelenk von Bettina untersuchen wollen, ist natürlich zuerst wie immer entscheidend, was ist mit den anderen Gelenken? Ist das Hüftgelenk normal beweglich? Ja, das ist es. Haben wir eine normale Beweglichkeit der Muskulatur? Und da fällt schon auf, dass wir hier ganz besonders auch im Bereich des Kniegelenks eher eine Überbeweglichkeit, zum Beispiel hier in dem Bereich der Überstreckung haben. Man sieht es hier auch auf der linken Seite ganz deutlich.
Diese Überbeweglichkeit können wir bei Bettina auch noch an anderen Stellen beobachten. Wenn du dich einmal aufsetzen magst, dein Handgelenk ist sehr beweglich, hast du mir berichtet. Das sieht man hier deutlich. Und auch deine Fingergelenksbeweglichkeit, wie man das hier am Daumen sehen kann, ist eindrucksvoll. Wir haben es also mit laxen Bändern zu tun. Wenn du dich noch einmal hinlegst, dann schauen wir uns jetzt die Füße an. Und wenn ich jetzt den rechten gesunden Fuß untersuche, dann ist der natürlich insgesamt sehr gut beweglich, wie wir das gerade an den anderen Gelenken schon gesehen haben, auch in Richtung der Supination, in diese Umknickrichtung. Aber das hat ein normales Ausmaß und insgesamt ist das Gelenk stabil. Wenn wir das jetzt auf der anderen Seite ansehen, dann sehen wir hier in Richtung von Beugung und Streckung auch eine sehr gute Beweglichkeit, aber das Sprungbein, der Talus lässt sich nicht vorschieben, das Gelenk ist in der Hinsicht stabil. Aber, und das war erwartbar, nach insgesamt 4-mal Umknicken mit Bänderriss haben wir eine deutlich gesteigerte Beweglichkeit hier in Richtung der Supination, in Richtung des Umknickens. Ich würde das bei einem insgesamt allerdings noch stabilen Gelenk für funktionell kompensierbar halten. Dafür müsste man allerdings gezielte Übungen für die Fuß- und Sprunggelenksstabilität machen, was bislang so in dem Ausmaß, wie ich mir das wünschen würde, noch nicht erfolgt ist. Aber vorher müssen wir erst mal wissen, was ist mit der Druckverteilung unter der Fußsohle? Wie findet die Laufbewegung statt? Passt überhaupt der Laufschuh zu diesem Fuß? Und dafür gehen wir jetzt ins Bewegungsanalyselabor. Wir führen bei Bettina eine dynamische Fußdruckmessung durch. Man kann dadurch die Druckverteilung unter der Fußsohle erkennen und Fußfehlstellungen und Fehlbewegungen sicher diagnostizieren. Wir setzen Markierungen an den Füßen, Kniegelenken und am Hüftgelenk für die Aufzeichnung der Bewegung in der Laufanalyse. Hierdurch können wir die Fußbewegung von Bettina in Abhängigkeit von Knie- und Hüftgelenk optimal beurteilen. Wir werden jetzt eine Bewegungsanalyse durchführen. Dabei werden wir seitliche Aufnahmen anfertigen, um die Lauftechnik beurteilen zu können. Außerdem werden wir Aufnahmen von der Rückseite des Sportlers anfertigen, um die Stabilität von Becken, Beinachse und Fußgelenken beurteilen zu können. Bettina, wir haben jetzt alle Untersuchungen durchgeführt. Wir wissen, dass in der Kernspinnuntersuchung keine Auffälligkeiten waren. In der körperlichen Untersuchung haben wir diese deutliche Überbeweglichkeit gesehen. Und wir sehen jetzt hier in der Bewegungsanalyse und Fußdruckmessung, dass du einen Hohlfuß hast. Das heißt, dein Fußgewölbe ist recht stark ausgeprägt. Dass dieser Fuß aber eben auch eine Instabilität nach innen hat. Der kippt gerne nach innen, der Fuß. Das sehen wir in der Bewegungsanalyse. Und es fällt dir schwer, das zu stabilisieren, genauso wie es dir schwerfällt, das Ganze nach außen zu stabilisieren. Wir haben also ein Koordinationsproblem. Und wir werden dir jetzt gleich verschiedene Übungen zeigen, mit denen du diese Fußstabilität verbessern kannst. Ganz wesentlich ist, dass du, wie du hier nachlesen kannst, das Ganze auch in dein tägliches Training einbaust und nicht nur als reine Therapie auffasst, sondern innerhalb des Lauftrainings auch gerne Barfußübungen machst, wo du im Zehenstand trainierst, wo du auf den Hacken trainierst, Innenkante, Außenkante betonst, um die Stabilität der Füße zu verbessern. Ich glaube, dass es in deinem Falle weniger um Lauftechnik geht. Da machst du im Wesentlichen alles richtig. Zumindest hat das nichts mit diesem Umknickproblem zu tun. Aber du wirst von einer Sportsohle oder von einer Einlagenversorgung sicherlich profitieren. Man kann bei leichten Beschwerden mit einer Sportsohle hier den Kraftschluss zwischen Fuß und Schuh optimieren und durch den besseren Kontakt an der Fußsohle auch die Eigenwahrnehmung verbessern, sodass Fehlbewegungen ausbleiben. In deinem speziellen Fall, du hast jetzt ja eine mehrjährige Leidensgeschichte dort und es ging zuletzt nicht gut voran, würde ich eine individuell angepasste sensomotorische Einlage verwenden, die gerade hier auf der Außenseite an einem bestimmten Punkt eine Erhöhung hat, die diesen einzigen Muskel, der vom Wadenbein runterzieht, zur Fußaußenkante aktiviert, sodass du die Fußaußenkante immer sicher aktivieren kannst. Aber das absolut Entscheidende ist, dass du ein individuelles Übungsprogramm bekommst mit sprunggelenksstabilisierenden Übungen. Die entscheidende Frage jedes Sportlers am Ende einer solchen Besprechung ist, wird das wieder gut? Wann kann ich wieder laufen? Wir haben wenig exakte Zahlen zu der Prognose von Sprunggelenksinstabilitäten und Umknicktraumata.
Ganz einfach, weil die meisten dieser Unfälle folgenlos ausheilen. Es ist ja die häufigste Sportverletzung, die wir kennen. Aber es gibt eben eine riesige Dunkelziffer von Verläufen, die vielleicht doch nicht ganz so ideal waren. Und was wir wissen ist, dass bei 50% der Sportler, die relevant umgeknickt sind, also mit mehreren gerissenen Bändern, vielleicht sogar einem gebrochenen Knochen im Sprunggelenksbereich, dass bei 50% dieser Sportler dauerhaft Probleme auch im langjährigen Verlauf auftreten. Und so haben wir das hier auch erlebt in diesem Fallbeispiel. Wenn man aber eine dezidierte Therapie bei diesen funktionellen Sprunggelenksinstabilitäten durchführt, ist die Prognose sehr gut. Man muss aber natürlich diese vorher von den mechanischen Sprunggelenksinstabilitäten sicher abgrenzen. Bettina trainiert jetzt den Einbeinstand auf einer weichen, instabilen Unterlage. Dabei probiert sie sowohl in den Zehenstand als auch in den Fersenstand zu gelangen und danach die Innenkante und die Außenkante des Fußes zu betonen, um die Stabilität im Sprunggelenk zu verbessern. Diese Übung ist für Bettina sehr schwierig durchzuführen, weshalb sie Hilfestellung durch die Therapeutin erfährt. Bettina trainiert auf dem Therapiekreisel die Fuß- und Beinachsenstabilität. Sie wird dabei von der Therapeutin unterstützt und angehalten, auf dem Therapiekreisel nach vorne, hinten, innen und außen zu kippen. Idealerweise wird mit der Kante des Therapiekreisels der Boden nicht berührt, sodass man stets in einem instabilen Zustand bleibt und das Gleichgewicht aktiv herbeiführen muss. Bettina trainiert eine erneute Übung im Einbeinstand auf instabiler Unterlage. Hierfür muss sie die Stabilität im Sprunggelenk und im Fuß halten, während sie mit dem Oberkörper eine gerade Linie bildet und sich leicht nach vorne neigt. Bei Fortgeschrittenen kann für diese Übung eine Vorneigung bis zur Bodenparallele erfolgen und gegebenenfalls sogar noch als weiteres Erschwernis ein Medizinball in den Händen gehalten werden. In diesem Fall ist allerdings unter der sporttherapeutischen Anleitung eine leichte Übungsausführung mit nur leichter Rumpfvorneigung mehr als ausreichend, weil der Fuß mit der Stabilisierungsarbeit noch nahezu überfordert ist. Bettina trainiert bei dieser Übung mit dem Theraband gezielt die Wadenbeinmuskulatur. Der Wadenbeinmuskel ist der einzige Muskel des menschlichen Körpers, der ein Umknicken aktiv verhindern kann. Alle anderen Fußmuskeln arbeiten eher in die Richtung des Umknickens selbst, weshalb es sich hierbei auch um eine so häufige Sportverletzung handelt. Umso wichtiger also, hier mit dem Theraband aktiv die Bewegung des Fußrückens nach oben außen mit dem Anheben des äußeren Fußrandes zu trainieren. Die Übung wird in 3 Durchgängen mit jeweils 15 Wiederholungen durchgeführt. Als Variante der eben gezeigten Übung trainiert Bettina hier mit einem Rubberband dieselbe Bewegungsausführung zur Aktivierung des Wadenbeinmuskels links. Es ist dabei allerdings erforderlich, mit dem anderen Bein, das außen rotiert gehalten werden muss, eine weitere Stabilisierung der Übungsausführung durchzuführen. Bettina führt hier eine dynamische Übung zur Stabilisierung des Sprunggelenkes durch, bei der sie in den Einbeinstand auf eine instabile Unterlage springt. Es fällt ihr dabei sehr schwer, im Moment der Landung den Fuß in eine stabile, muskulär gesicherte Position zu bringen, sodass auch hier die Intervention der Therapeutin erforderlich ist. Aber nur durch das Aktivieren der inneren und äußeren Muskeln am Sprunggelenk wird sie auch künftig beim Laufen die nötige Sicherheit und Stabilität haben. Man würde hier auf jeder Seite 3 Durchgänge mit 10 bis 20 Sprüngen durchführen. Bettina trainiert hier eine Sprungübung über ein Hindernis. Dieses wurde in diesem Falle so leicht wie möglich gewählt. Üblicherweise kann man auch einen hochgelegten Stab verwenden, um die Sprunghöhe
zu erhöhen. Aber auch hier ist es erforderlich, dass die Therapeutin interveniert, sodass der Fuß überhaupt aktiv stabilisiert wird und nicht passiv in der Fehlhaltung abgesprungen wird. Bettina trainiert hier Drop Jumps auf eine instabile Unterlage. Auch hierbei muss sie trainieren, mit therapeutischer Anleitung in der Landephase das Fußgewölbe aktiv zu stabilisieren und nicht in ihre gewohnte Fehlhaltung zu verfallen. Natürlich kann man die Übung durch einen höheren Kasten in ihrem Schwierigkeitsgrad steigern und auch die Veränderung der instabilen Unterlage hin zu einer noch weicheren Matte ist möglich. Es werden 3x10 bis 20 Wiederholungen pro Seite trainiert. Bettina trainiert hier an der Koordinationsleiter eine zunächst einfache Schrittfolge, die es ihr ermöglicht, die Stabilisierungsarbeit von Sprunggelenk und Beinachse in der Bewegung zu verknüpfen und sicher zu erlernen. Das war unser Film zum Thema Sprunggelenksinstabilität. Ich glaube, es war eindrucksvoll zu sehen, welche Schwierigkeiten Bettina hatte, hier eine Stabilität auf den instabilen Unterlagen zu finden. Und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass in so einer Situation auch beim Laufen auf normalem Untergrund ein Umknicken passieren kann. Was ist entscheidend für euch? Ihr braucht natürlich im Vorfeld eine gute ärztliche Diagnostik, damit ihr wisst, ist das ein mechanisches Problem des Gelenkes oder haben wir es mit einer Funktionsstörung zu tun, wie in diesem Fall. Ihr braucht, wenn es eine Funktionsstörung ist, natürlich ein stabilisierendes Training auf diesen verschiedenen Unterlagen, die wir hier eingesetzt haben, die euch zwingen, muskulär zu aktivieren. Und ihr braucht natürlich drittens eine gute orthopädische Einlagenversorgung, die die Muskeln, die das Umknicken verhindern können, aktivieren. Wir haben noch 9 weitere Filme mit den wichtigsten Laufverletzungen. Wenn ihr Probleme habt, schaut rein oder empfehlt uns weiter an eure Laufkameraden.